Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge Cash King. Es geht in die zweite Runde hier bei uns. Das Format ist ja wahnsinnig gut angekommen in der ersten Folge. Falls ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, guckt sie euch auf jeden Fall an. Es war ganz nett, würde ich sagen, oder? Dario, hey, schön, dass du da bist. Das war eine gute Folge und ich selber frage mich auch, warum ich eigentlich noch auf diesem Kanal bin nach dieser, ich will ja nicht spoilern, nach diesem Video. Als ob! Ja, ja! Oh mein Gott! Dario ist komplett... Okay, Dario, hallo? Nach diesem Video, ihr könnt ja auch ein anderes Wort einsetzen, aber wie gesagt, für Leute, die sich nicht spoilern lassen wollen, guckt es euch gerne an, war eine sehr, sehr interessante, lustige Folge. Aber ja, heute Cash King mit den, ja, Tag Team Twins. Aber ja, noch nicht die neuen, sondern die alten. Die alten, genau, die neuen, die kommen ja, glaube ich, auch erst im September, August, irgendwann so um den Dreh. Wir haben jetzt noch die Evo Relaxo Twins. Und ja, Cash King, wie gesagt, ihr kennt es, beziehungsweise eigentlich... Geht es ja wie gesagt darum, wer die meiste Kohle aus dieser Tinbox rausholt. Um mehr geht es im Endeffekt eigentlich nicht. Kann ganz witzig sein, wie gesagt, Dario. Ich finde es schön, dass du auf jeden Fall dich nochmal der Herausforderung stellst bei mir. Ich habe nochmal Bock, dass du die wertvollste Karte aus dem Set ziehst. Das wäre, glaube ich, Pikachu Zekrom aus Team Up, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber könnte gut sein. Ich glaube, die Erika ist ziemlich gedroppt vom Preis. Also ich glaube nicht, dass sie so krass... Alter, das ist ja so schön noch. Also, wie gesagt... Ich habe diese Tints einmal aufgemacht und dann nie wieder. Die sind ja, ey, so die schön Tints einfach. Sind super, super schön. Ich versuch, wir haben sogar Evolution drinne. What? Ach, du hast die englische. Ja, lol. Da gucken wir aber trotzdem. Wir gucken dann nach den deutschen Preisen, okay? Ja, definitiv. Ja, damit es ja auch fair bleibt. Was hast du denn in der deutschen drinne? Moment, ich habe gerade einmal noch die wunderbare Promokarte. Den Code gab es auch gerade. Freihaus. So, und ich habe. Komm, Leute, gönnt euch noch einmal. Gönnt euch noch einmal. Sehr schön. Heute Gönjamin richtig am Start. Heute ist Gönjamin, Leute, ihr wisst Bescheid. Zweimal SM9, einmal SM7 und Sonne und Mond Base. Ja. Okay. Das ist ja, das ist ja jetzt fast schon ungleiche Waffen, wenn du hier einen Glurak rausziehst. Ne? Hast ja richtig reingecashed quasi. Dann hat man richtig reingecashed. Aber du kannst auch einen Hyperball ziehen oder ähnliches. Das stimmt allerdings. Der ist ja auch noch ein bisschen was wert. Definitiv, solange er noch nicht rausrotiert. Ja, August ist ja noch nicht, ne? Von daher alles entspannt. Ja, hier die schöne Promokarte auch nochmal bei mir. Ja, Mann. Und ja, finde ich ein schönes Artwork. Finde es ein bisschen schade, dass sie halt jetzt sagen, okay, die Signature Artworks oder halt dieses alternative Artwork gibt es halt nicht im Set zu ziehen, sondern halt nur in dieser Tin. Aber das macht diese Tins halt, ne? Ich sag mal, kaufbar. Macht sie ganz geil, würde ich sagen. Was ja auch schön ist von dem Sonderset, ist ja nicht die alternative Artwork von den Zapdos, Arctos, Lavados drin, sondern die Full Art. Das heißt, die Alternative wird hoffentlich im Set sein und nicht noch in der zusätzlichen Box, weil das wäre echt cool. Aber. Das wäre mega. Das wäre, wenn die hier nicht reinschmeißen, dann hat man ja. Das wäre echt schade. Das wäre echt schade. Dann wäre ich echt traurig tatsächlich. Definitiv. Aber gut. So. Mit was wollen wir anfangen? Ich weiß nicht. Du darfst gerne anfangen. Soll ich mit Evolution anfangen, damit wir den XY-Hype auf Sonne Mond übertragen und dann weiter in SM7 und dann in SM10 gehen? Das ist ein sehr guter Plan. So machen wir das. So machen wir das. Danke. Oh, ja, super. Perfekt. Das wünschen wir uns doch hier. Let's go, Alter. So, Evolution. Wir machen den Lachs mal auf hier. Englisches schönes Pack. Und hier gibt es nicht so viele Karten, die was wert sind. Also Glurak sollte auf jeden Fall was wert sein. Sollte jeder kennen und lieben. Ich fange einfach an mit dem Mashok. Ich würde mal behaupten, dass aus dem Set nur Glurak und die GX-Karten was wert sind. Und ja, die Energiekarten Reverse ist noch dran. Vielleicht ziehen wir ja noch irgendwas krasseres so halt, ne? Man weiß es ja nicht. Wir haben hier so einen Sandan, einen Quapsel, einen Dicta, einen Mashok Reverse. Oh, Junge! Was? Ich glaube, ich habe einen Hit, Alter. Siehst du das? Oh, nice! Mewtwo. Full Art Mewtwo in der EX-Form. Da schauen wir doch mal nach. Das ist stark. Also ich würde jetzt sagen so, 5 Euro sollten das wohl sein. Für eine Full Art? Holy shit, Alter. Momento. Junge, die ist klasse. Die ist richtig schön, ne? Die ist richtig schön. Und die geht auf Deutsch, weil wir gehen ja nach den deutschen Preisen. Oh Gott. Ja, obwohl sie Englisch ist, Leute. 8,25 Euro. Dann nehme ich mit. Das ist schon mal mehr, als du mit Stefan in 9 Packs geholt hast, ne? Ja, das war echt die Blamage überhaupt, ey. Also.
Das war echt krass, ey. Leute, also das war auch eine Folge Cash gegen die. Die war halt zum Weggucken. Aber ja, ich bin zufrieden. Ich bin absolut zufrieden mit dem Hit. Definitiv, kannst du auch sein. So, das heißt, ich bin jetzt auf jeden Fall in Zugzwang. Ich denke, das es geht nur noch mal um die Fall. Beste Karte, oder? Also, ich würde sagen. So sieht's aus. Also die beste Karte, Leute, die muss immer auf dem Spiel sein. Business as usual, das heißt, hier geht's auch um was. Und ich habe hier einen Giftstich. Gehen wir weiter. Mizunda. Hoffen wir natürlich auf den Hyperball. Das wäre jetzt sehr, sehr geil. Trank. Ja, ja. Bautz. Ein Wommel. Makuhita. Snubbull. Hypno. Und Bisbark. Wow. Ja, ich glaube, null. Bisbark ist jetzt nicht so viel wert, aber nicht, kann mich auch irren. Man weiß gut. Es nicht. Man weiß so, es nicht. 8,25 Euro bei dir und 0 bei mir für die erste Runde. Läuft, würde ich sagen. Machen wir weiter mit Grauen der Lichtfinsternis. Puh, der Code kann ja auch schon alles verraten, von daher wird er nicht umgedreht. Und wir schauen mal. Vielleicht ist jetzt hier noch so, das ist das ultimative Pack, ey. Siehst du schon? Wir haben eine Lady. Ist ein Supporter, aber der ist glaube ich nicht so viel wert. Wir haben ein Nexus. Wie heißt hier? Mysteriöse Treasure. Oh, wie heißt das auf Deutsch? Heißt es Mysteriöse Schätze? Einfach majestätische Schätze oder sowas? Majestätische vor allem. Majestätische Schätze, ihr wisst geheimnisvoller Schatz hieß das Ding. Oh ja, Gott. Wie kam ich dem nicht drauf? Kann sogar sein, dass sie was wert ist, ne? Oh, scheiße. Aber die kommen ist, glaube ich... Boah, weiß ich nicht. 89 Cent wert. Wie viel? 89 Cent. Die kommen. Oh, RIP. Ja. Okay, das nehme ich mit. Und unsere Rare ist leider nur ein... Wie heißt es hier? Dragalage. Ich bin gerade überleben. Algit ist die Vorentwicklung. Alter. Boah, ich habe gerade überhaupt keinen... Wenn du den englischen Namen siehst, mal. Hast du keinen Plan. Du hast keinen Plan, wie der deutsche ist dann. Tandrak heißt es, glaube ich. Tandrak? Boah, das kann sein. Ist das eine Holo? Ich glaube Tandrak. Nee. Tandrak ist, glaube ich, richtig. Nee, ist keine Holo. Keine Holo, ja, aber ein mysteriöser Schatz immerhin, ne? Leute, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Heißt das Ding Tandrak oder heißt es anders? Es wäre... Ja, es... Ist okay. Ich will mich nicht beschweren. Ja, ne, 89 Cent aus so einem Pack, das ist schon mal eine gute Quote. Na, nimm mal mit. Jetzt gucken wir mal, was ich aus Stürmung und Firmament rausholen kann. Hier könnte bin mich gespannt, so ein, Alter. Hau mal raus hier. Hoppala. So ein schönes Rayquaza könnte mir auf jeden Fall gut was helfen. Ah, Rayquaza wäre Sahne. Das wäre sehr in Sahne. Hau mal raus Inun, den Lachs. Ja, ein Nachahmerin. Da müssen wir gleich mal gucken, ob die was wert ist. Krakelo. Ja, stimmt. Flurmel. Ist nicht so wert. Tuska, Libiskus, wären immerhin meine ersten Cents, weil wie gesagt, wir rechnen ja die Bike-Preise und sowas rechnen wir jetzt nicht mit, wir rechnen dann nur die wirklich Bike besonderen nicht. Nur die Karten, die immerhin so, sagen wir, 8 Cent wert sind oder so, also 8 Cent aufwärts. Sagen wir mal, wo wir denken, es ist was Besonderes am besten. Sagen wir so, klingt besser. Gut, Angler und, oh mein Lord. Das hat sich nicht so gut angehört, 200, Alter. Es war 220 KP, aber... Oh, nicht so also ich glaube, das Violet, was wir hier draus ziehen können aus Team Up oder Teams in Trumpf, die könnte ein bisschen interessanter sein. Definitiv. Aber ich guck gerade mal nach der Copycat noch. Was bringt die auf Deutsch? Das kannst du gerne mal machen, klar. Nein, hat einer eine für 2 Cent eingestellt, dieser Drecksack. Oh, wow. Oh, und dann 4 Cent, okay. Geil, Alter. Komm, wir ziehen mal hier nochmal easy eine... Was ziehen wir hier? Eine Prismakarten gibt es, glaube ich, auch nicht mehr in Team Up, ne? Sind auch schon da weg, oder? Team Up? Nee, stimmt, da gab's noch welche. Team Up gab's und noch welche. Mein, genau, da gab's. By the way, ja. Bevor du weitermachst, mein Angler hat 15 Cent. Ja? Ja immerhin, ne? Ja. Supporter, Leute. Immer mitnehmen. Wir haben einen Pam-Pam Reverse. Und einen Hit! Nein! Hooper GX! Oh no! Alter. Ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Aber. Einen Hit! Ist ein Hit und der Hit bringt dir... Ich schätze jetzt 3 Euro, 2 Euro so. Hooper GX Version 1 Uno Momento kostet in Deutsch 3,50 Euro. Leute, the Cash King is back. Bescheid. Oh Mann. So, also ja, komm, top das. Ja, muss. Das waren jetzt 2 Aufwärmpacks, ja. Ja, genau. Jetzt kommt hier mal eben eine Erika Fullert oder so.
Oder Latias, Latios alternatives Artwork. Die ist ja, glaube ich, gar nicht mehr so teuer, aber die ist wahnsinnig. Nee, die sind alle nicht mehr so teuer aus Teams und Trumpf. Also das ist halt ein. Na. Es ist halt wirklich nichts mehr so gut. Das Set ist unglaublich geil und hat auch viele spielstarke Karten, so jetzt nicht. Ja. Aber die sind einfach nicht teuer. Ich habe auch noch ein Display hier, da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf. Oh, ich habe eine Prisma-Karte, ein Shaman-Prisma, sehr schön. Kann ich dir gleich sagen, wie teuer die ist? Ich habe heute ein Format gemacht, die ist gerade 30, 35 Cent. Wow, also 30 oder 35, das müssen wir jetzt klarstellen. Das kannst du gerne gucken, aber ich meine, als ich da vorhin geschaut habe für mein Beat-the-Box-Format, was vor ein paar Tagen kam, ja, da war die 30, 35 Cent. Die ist auf Deutsch. Ey, du wirst mich bescheißen. 75 Cent! 75 Cent! Ernsthaft? Hier. Dann war das eine englische, oder? Ja. Wie teuer sind die englischen? Nee, die deutsche. Die englische kostet 30 Cent. Die drei. Die englische. Ja, gut. Ich glaube, ich hatte nämlich auch die englischen Packs. Daher 35,30. Gut. Also, bei uns 75 Cent, Leute. Ihr wisst das. Wir müssen ja auf jeden Cent achten. Denn wir müssen die deutschen Preise nehmen. Ja, ich habe nur Griffeldes. Übrigens, letzte Folge, obwohl wir es gesagt haben öfters, kam die Frage, wo wir die Karten die Preise nachschauen. Wir gucken auf Card Market die Preise. Ja, ja. Das ist die beste Seite, so ziemlich, die ihr halt nehmen könnt. Da findet ihr alles an Einzelkarten und ist eigentlich top. Also kann man nicht meckern. Genau. Da findet ihr auch Booster, Displays, Hüllen, Spielmatten, Ordner. Also das ist schon echt eine vernünftige Seite. Und die kann man auf jeden Fall jedem ans Herz legen. So, Boston Reverse Rachi hier habe ich gehört. Oh, leider nicht. Das wäre jetzt Kleinstein. Kleinstein Reverse und ein Razaf. Im letzten Pack. Leider kein Hit, aber ich will mich absolut nicht beschweren. Ich bin voll und ganz zufrieden mit den Hits, die ich hier rausgeholt habe. Also bist du bei ein bisschen mehr als 12 Euro gerade. Das heißt, ich muss hier aus diesem letzten Pack muss hier was Gutes rausziehen. Ne? Ich bin jetzt gerade bei 90 Cent. Okay. Oh, Junge. Da geht noch was, Junge. Da geht noch was. Bitte, bitte. Eine Rainbow bitte. Könnt ihr alles... Alles bringen, sag ich. Ja, könnte alles wieder rausholen. Wobei, gibt's Rainbows, die weniger als 10 Euro wert sind? Oder gerade 10 Boah, Euro? Boah, bestimmt, bestimmt. Safe. Also, drückt mir auf jeden Fall nochmal gut die Daumen, Leute, dass hier wenigstens vielleicht, oh wei, was rauskommt. Lavita, Mauzi, Nidoran, die letzte Rare ist ein Kukuna. Und Glurak. Die ist sogar ein bisschen was wert, die Rare, glaube ich. Die aber ist tatsächlich so... ein paar mehr Cent wert. Ja, nice, Alter. Du hättest noch einen Rachi ziehen können oder sowas. Das hätte mich komplett aus dem Leben gehauen. Also Reverse oder Holo. Ja, und jetzt darfst du dir aussuchen, ob du einen Glurak, einen Shaman mit Prisma oder einen Angler Reverse haben willst. Verdammt! Ich glaube, dann nehme ich sogar lieber... 1, 2 oder 3. Komm, wir nehmen die Glurak-Karte einfach. Bald Glurak. Die Glurak. Ja. Sehr schön. Da habe ich immer meinen Champion behalten. Oh, sehr schön. Immerhin etwas. Ja. Das war dann die Revanche von letztem Mal. Da hast du mich aber mal. Zwar nicht in dem Rahmen wie soll man das jetzt sagen? Jugendfrei. Geplättet. Geplättet, genau. Wir wollen ja hier keine bösen Wörter in den Mund nehmen, ne? Das machen wir nicht. Und ja, ich würde mal sagen, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall mal noch eine Folge Cash King zu gucken, dann schaut zum einen bei Daniel auf dem Kanal vorbei, weil dann nehmen wir jetzt natürlich auch noch eine Folge auf mit der. Celebi Bizarflor Tinbox ist das. Die haben wir jetzt gleich im Battle. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und da werde ich dich auf jeden Fall besiegen. Habe ich so ein Gefühl. Ah ja, okay. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr auch Bock habt, darüber hinaus noch weitere Folgen Cash King zu sehen, dann supportet das Format auf jeden Fall. Droppt auf jeden Fall einen Like. Das erste Video ist so heftig bei uns abgegangen. Deswegen vielen Dank da für das ganze Feedback und den Support. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dario, möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, der Gewinner schweigt und genießt. Alles. Macht's gut. Klar. Alles klar. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.